Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zum D2D. Wir gehen heute auf Loop-Tour. Dazu verlassen wir unser Haus. Vielleicht muss man die Grafik kurz umstellen. Oder Grafik? Die Grafik passt. Okay, von der Gamma. Muss man das so kurz kontrollieren. Auf Video. Na, wird doch ein bisschen weniger. Dass man dann, wenn ich nachts im Dunkeln bin oder hier arbeiten tue, ein bisschen so schön, ne? Dann habe ich hier ein bisschen bessere Lichtverhältnisse und ich kann besser erkennen. Hier ist unser Loch für Stahl, ne? Und Eisen. Eisen erstmal, ne? Stahl machen wir ja an der Schmiede. Das machen wir aber später mal. Bisschen habe ich schon gesammelt. Hier unsere schöne Eisentür. Unser Gerät, das hier nachts aufpasst. Sollten sich hier mal Zombies aufhalten, kriegen die einfach Mütze. So, hier gehen wir uns unserem Fahrrad und nach oben. Heute Nacht war kein Besuch, beziehungsweise gestern Nacht. Machen wir eine Tür zu. Ich habe Besuch. Eure Dinge haben gute Funktionen, also da bin ich schon fast sicher, also sauberer Schuss, sag ich nur. Ne, bevor ihr Ärger macht, gibt paar Mütz. So, schauen wir in die Karte rein. Ob wir was Interessantes haben hier. Also erkundet haben wir schon mal. Hier ist gefährlich, da wollen wir nicht hin. Wir werden mal jetzt zum Fluss fahren und hier am Flussufer lang fahren. Obwohl, da kann eigentlich viel sein. Aber gut, man kann auch, könnte, ne? Da fahren wir mal lang. Vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes. Ja, Zeit läuft. Das ist meistens so. Es ist schon passiert, dass ich sage, ich nehme auf und dann hat die Aufnahme nicht reagiert. In der Eisfeld wollen wir noch nicht fahren, da ist es so kalt. Jetzt suchen wir nach wie vor was Essbares. Und schauen wir mal hier in die Ecke. Wenn es nicht zu bergig ist, wenn es zu bergig ist, ist es ungünstig. Das sieht gar nicht so gut aus. Na, das war so nichts. Müssten wir in der Eiswüste fahren. Das ist mir zu kalt. Das ist komisch, weil hier ist es angenehm warm, Anführungszeichen, und da drüben ist es super kalt. Auf dem Berg wird doch nichts sein, ne? Ja, gut. Beziehungsweise nicht gut. Unseren Plan umändern. Und zwar, da wird nicht damit Gebirge sein. Da waren wir schon mal. Da auch. Wir könnten höchstens hier vorbeifahren oder den Weg nochmal nehmen.
Und hier am See langfahren. Ist im Grunde jetzt egal. Wir fahren mal irgendwo hin. Wir fahren mal geradeaus oder jetzt rechts. Rechts auf rechts, links, rechts. Ja, fahren mal die Richtung, ist egal. Wir fahren einfach hier geradeaus. Wir haben früh am Tag. Gegen 12 kommt wieder der andere Flieger angeflogen. Ne, bringt uns ein Päckchen. Hier vorne ist unsere Bleimine. Sieht man so nicht. Ist in der Erde. Muss ich mal schauen, dass ich hier da rumherum ein, also ein bisschen Gebäude baue. Den Bereich ist Blei. Und hier gegenüber ist nochmal Eisen an zwei Stellen. Also Eisen ist in der Erde sehr tief, sehr, sehr reichlich. Also bei mir jedenfalls, beim Haus habe ich top Fördermengen erreicht. Nun muss ich mal sehen, dass ich irgendwie einen Weg nach draußen finde. Hier können wir was holen. Hier ist es auch eine Axt mit? Glaubt nicht, ne? Doch, hau mit. Und Jagdmesser, ob das geht. Wenn es mehr wird, ist gut. Brauchen nämlich Knochen, brauchen wir immer. Wir sehen es. Für unsere Kleber. Und Klebern brauchen wir immer für Reparaturkits, für unsere Waffen und Werkzeuge. Also, das bezeichne ich mal sehr wichtig. Und da ja Tiere zwar auch gibt, aber die Lauer nimmt nicht mal über den Weg. Ne? Und dann halt das nehmen wir mal kriegt. So eine toten Tiere, beziehungsweise die Reste davon, das Eisen, ganz gut. Oh, noch mehr. Ah, schöne Geräusche. Ich glaube, hier haben wir schon mal gesucht. Müsste man so einen Fahrsprecher haben, aber jetzt auch da war schon mal gewesen. Ja, der gute Fahrer soll auch links liegen oder rechts, ne? Je nachdem, man sieht. Tschüss. Ich brauche ein paar Erfahrungspunkte. Keine Frage, aber Munition verballern unnötig macht ja auch keinen Sinn. Weil Munition ist Mangelware in dem Sinne. Ne? Wir können zwar gut jetzt Schießpulver herstellen, auch Patronenhülsen wird schon schwierig, weil wir kein Boxer ist immer nicht so reichlich vorhanden. Hier ist Müll, im Müll kann man nur Produktion Film Bronze. Aber nicht immer, ne? Na, wenn sie mich noch fragt, ne? Was für schnell. Zu langsam. Naja, war der vierten Schuss. Schlecht. Soll man machen, ne? Hier ist auch eine Müllbeutel. Und Eierkiste. Ja, Eier.
So. Baumwolle, mein Tee. Hier können wir noch mehr Tee machen. Den mache ich jetzt weg, dann dauern hier. Denke hier was drinne. Glutentee und Chrysanthementee. Alles gut für den Körper. Geht ein bisschen weiter. Faser haben wir keine, aber halt. Baumwolle verfetzen ganz gut. Fetzen machen wir eigentlich entweder Klebeband oder Binden. Die Binden sind ganz wichtig. Das kann ja schon mal das Leben retten. Kontakt mit Zombies und so. Naja, das haben wir mal tödlich und einen richtig verpassen, ne? Ich habe auch nicht rausgefunden, wie man Fahrrad schneller fahren kann. Bremsen ja, aber schnell fahren. Gangschaltung oder sowas wäre nicht schlecht. Jetzt fahren wir weiter. Ich denke mal, hier haben wir nichts schon, hier haben wir schon mal gesucht. So, wir haben jetzt Tag 23. Alle 14 Tage mache ich. Tag 28 müsste wieder Blut bekommen. Ich denke mal, ich bin schon ganz gut gerüstet. Nehmen wir die Axt jetzt. Geht schneller. Knochenmäßig, weiß ich gar nicht. Muss ich mal eine Aufnahme schauen, ob ich da entsprechend mehr kriege oder weniger. So. Ich glaube, hier in der Hütte waren wir noch nicht gewesen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wenn Türen zu sind, waren wir noch nicht da. Die Türen sind zu. Dann gehen wir hier rein. Hier gibt es auch Blei. So. Eins. So, schon mal einer weniger, ne? Neu. Ja, die kommen freiwillig raus. Da brauchen wir nichts tun. Also, wir haben sie. Das wäre eigentlich im Stahl oder Schrott. So. Eisenrohr. Irgend so ein Plan, ich glaube für Krebs oder keine Ahnung. So, dann nehmen wir einen sauren Schuss, ne? Jetzt haben wir eine Pistole. Und dann Dach. Das war hier mein Geschäft. Wie man Samen lernt, mit Samen. Eine Tür. Aber die brauchen wir noch, Mensch. Können wir auf unser Häuschen einbauen. Dann sind wir. Eine einzelne Frage, naja, immerhin. Man weiß ja nie,
Bretter und einen Clown haben wir, das ist doch gut. Bier, na ja, gut. Was Essbares wäre nicht schlecht. Haben wir schon, ja, haben wir schon. So. Vielleicht gibt es hier ein bisschen was zu ballern, Munition. Mir erschrocken. Glaube, der ist sauer. Kaffee. Öl ist auch gut. Wieder Samen. Mal sehen, wie wir so ein Dings herstellen können. So eine Schaufel. So. Klopfen wir hier an. Hat sich heute fast ja gelohnt, ne? Haben wir jetzt Zeit 17. Wo fliegt er hin? Ja, die Kiste muss ich auch noch gleich. Aber dass den Raum ein bisschen Munition gibt. In den hinteren Raum rechts. Das scheint möglich zu sein, aber gut. Eine Schaufel, aber gut. Amboss, ey, kann ich mir noch nicht herstellen, aber ich habe eigentlich was gut. Amboss ist super. Eine Picke Nummer 3. Leute, die bringt mir Glück. Na gut, da haben wir auch nicht unbedingt. Die brauche ich auch nicht, das kann ich noch nicht, aber das kann man ja sammeln, ne? Naja, das ist ein Ding für den Zaunfall. Mit Strom. Damit kann man Strom verlegen. Gut, muss ich hier keine gefunden. Was im Grunde schlecht ist. Hier ist so weiter nichts. Wir gehen mal kurz zum Fahrrad, ein bisschen umladen.
Aber schlecht ist, wir haben nichts zu essen gefunden. Ich muss eh gedrückt halten, dann geht das auf. Oh, hab nicht leer gemacht. Ja, das ist dumm von mir. Gut, dann nehmen wir die Knochen raus. Unser faules Fleisch. Blei haben wir hier noch nicht gehabt. Blei. Nehmen wir die Schaufel nach oben. Den Amboss. Gut gemacht, Schwein. Das haben wir oben nicht. Das, das, das. Eine Eisentür, Papier. Wir mal schauen. Damit sie voll beladen sind, ne? Also das könnte Bronze bringen, das sind wir nicht werfen. Das kann man lernen. Eins war noch so ein Lernen, glaube ich, hier. Ach, das hier. Okay, sind wir nicht ganz so voll. So, das haben wir nicht bei mir. Kein Problem. Blei, das haben wir gepackt. So, schauen wir, das ist in die Richtung. Charakter wollte nicht gucken, mal gucken. Oh, da in der Ecke ist eins. Da ist die Träder. Dann werden wir die Richtung nehmen. Das heißt, mal ganz kurz drehen. Kontrolle. Wir in die falsche Richtung fahren. Na genau. Gut, wir können die Straße folgen und dann rechts abbiegen nachher. So werden wir es machen. Wir haben jetzt uhrzeitmäßig fast 13 Uhr. Jetzt haben wir genug Zeit, um dahin zu kommen. Die Kiste lohnt sich also ganz meistens immer und was ist das? Sporttasche. Oh ja, das ist schön. Das macht hier gesund. Das können wir mitnehmen. Anderen Schrott nicht unbedingt. Ups, ups, ups. Muss man der Straßendienst kommen hier, Wege einebnen hier. Das lassen wir jetzt liegen. Na, wo ich kann den nicht liegen lassen. Ich kann den nicht zu. Wo ist er? Da. Das kann ich nicht liegen lassen, das ist einfach zu wertvoll. Das ist zwar nur ein Stück und drei Knochen. Für faules Fleisch kann ich eigentlich nicht brauchen. Ach, die Dosen haben wir auch reichlich, ne? Das kann man zur Not essen. Die können wir essen. So, weiter. Fahr weiter. Ich habe hier noch nichts gefunden, keine Stadt. Ne. Da lassen wir da laufen, den Burschen, ne? Dieser Friedhof. Da sind schon noch mehr nachher. Und die Munition, die ich habe, ist echt knapp in Anführungszeichen, also wirklich nicht so viel. Oh, da ist eine richtige Stadt.
Aber hier ist es nicht wirklich schön, ne? Mit einem Schlag ist hier, naja, richtig trüb. Missvieh. Muss die erst erledigen. Gut, dann nehmen wir gleich links. Ist ja dunkel hier. Noch ein Geier. Oh, schnell weiter. Die Jungs sind nicht sauber, die brennen. Was ist hier noch passiert, dass es so aussieht hier? Hier kann man sich nicht lange aufhalten, hier ist irgendwie nicht schön. Die Jungs sind zu schwer beladen und so wenig Munition haben wir. Hoffen wir, dass wir da Eier finden, ne? Na, nur Federn, aber immerhin. Ob hier mäßig ist? Nein. Aber ein Buch. Mit dem Buch kann man irgendwas lernen, ne? Ganz am Anfang habe ich mich auch hier aufgehalten. Also man hat ja die ersten Tage so eine Art Neulingsbonus und dann ist das nicht so zu merken, dass man im Prinzip eine raue Umgebung hat. Aber also, je länger man dabei ist, je höher man levelt, umso ja. Umso rauer ist die Natur, ne? Oh, Messing ist gut. Das sind die Hülsen, die wir nicht herstellen können ohne Messing. Das ist das Problem. Blei ist kein Thema. Und die Schießpulver ist auch kein Thema. Also das kriegen wir alles ran. Nur bei Messing ist es so, das müssen wir suchen, ne? Wir können nur mit Fahrrad das machen. Also ohne Fahrrad wären wir schon verloren. Na, hier Wasser ist ja sinnvoll, ne? Dann mehr Müll. Ne, Haus gehen wir nicht rein. Das sind wir schon zu voll gepackt. Sonst wäre es kein Thema. So vollgepackt ist ungünstig. Hier sind zwei Müllbeutel, die können wir mitnehmen. Schuss habe ich noch 8 und 5. Dreizehn. Ja. Eine leere Dose. Weiter geht's. Muss ich mal kurz schauen, wo das Grundstück ist. Ob wir jetzt abbiegen müssen?
Wir haben sogar zwei Kartons. Aha. Aber einen machen wir jetzt. Dann fahren wir mal zurück. So, hoffen wir mal hier was Gutes beifinden. Der Typ ist mir. Der ist ziemlich schnell. Wisst ihr, nachladen muss ich auch noch. Gut. Einen guten Bogen. Wissen, happy, 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 Pfeile. Alles gut. Mist. Lernen. Ich will das Essen hier nicht hier lassen. Glas können wir hier lassen. Bretter auch nicht. Das Essen wir jetzt egal. Oh ja, genau. Das hätte ich mir beinahe denken können, ne? Gut. Dann Dolis, die Chili. Das können wir lernen. Der Hunger, genau. Was ist auch so ein Scheiß? Dann. Bolzen. Bolzen, Bolzen, was können wir denn sollen? So, gut. Beziehungsweise Kiste auch gebraucht. Jetzt fahren wir zurück, sind eh voll gepackt. Mehr geht eh nicht. Und heimwärts. Eier haben wir keine gefunden. Paar Federn. Bronze. Und ein bisschen Essen in der Kiste. Das ist gut. Das Papier, das brauchen wir irgendwo herstellen, Munition. Obwohl Papier kriegen wir eigentlich immer reichlich. Und die Kartons, die rumstehen, ne? Das ist eigentlich kein Problem. Jetzt fahren wir durch. So, ich glaube, das soll's für die heutige Folge gewesen sein. Rechts ist ein schönes Gebäude. Ist da die Stadt? Wir fahren jetzt da hoch. Wir fahren jetzt mal, ja. Ich nehme noch ein bisschen mit. Mal schauen, ich glaube, da ist, ich glaube, wir haben die Stadt gefunden. Jo, die Stadt. Jetzt haben wir neue Möglichkeiten. Tag, nicht heute. Nimm keinen mit. Die will, kann ich nicht. Aber hier wäre es garantiert lohnend, mal vorbeizuschauen. Ja, hier ist bestimmt. Oh, das Krankenhaus, wie es aussieht, ne? Und hier ist ein Häuschen. Und noch ein Häuschen. Großer Parkplatz, wenig Autos, viel Schrott. Ein gut, hier ist ein Gebäude, was sich bestimmt lohnt. Denn die haben sich gebaut und die haben meistens auch Munition gehortet. das ist was zu essen. Wo ist er?
Denn wir haben jetzt unbedingt Bedarf an was Verwertbarem. Jetzt hauen wir was raus, was wir nicht brauchen können. Beziehungsweise nicht verwerten können, was keinen Nutzen hat, in Anführungszeichen. Also Fleisch ist ganz wichtig. Der hat noch 43 Schuss. Also Leute, der Tag ist gerettet. Jetzt fahren wir auch zurück. So, jetzt verabschiede ich mich heute. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Man hört und sieht sich vielleicht zum nächsten Mal wieder. Tschüss.